Ja, komm, sei mal ehrlich. Du bist doch auch so jemand, der die nächsten 50 und 100 X-Coin jagt, oder? Das sehe ich dir doch schon an. Und wahrscheinlich bist du auch jemand, der seine Seed Phrase immer noch entweder auf einem Blatt Papier liegen hat oder vielleicht noch schlimmer, auf seinem Rechner in einem Word-Dokument oder einem Foto gespeichert hat, sodass irgendwie jeder Hacker da ganz einfach ran kann. Nimm das nicht übel, muss einfach ein bisschen provokant sein, denn ich will dich aufwecken, beziehungsweise will einfach mal ein bisschen sensibilisieren. Meine lieben Freunde, ich will euch heute mal ganz einfach zeigen, warum ich komplett auf Stahlplatten gewechselt habe, welche Unterschiede es dort gibt, preislich, aber auch qualitativ, welchen Hersteller ich dort tatsächlich präferiere. Denn ich habe mich in den letzten Wochen tatsächlich durch die ganzen großen Anbieter gewühlt, denn da gibt es signifikante Qualitätsunterschiede, egal ob Alipal, OneKey, Keystone, aber auch SecuX. Und soll ich euch sagen, teuer ist nicht gleich super. Und ganz am Ende zeige ich euch auch noch eine Variante, die ihr euch ganz einfach selber bauen könnt. Und ich zeige euch auch noch, welche Varianten ich gar nicht präferieren würde, denn da gibt es auch ein, zwei von. Und wir starten auch schon gleich mit unserer ersten Variante. Ich denke, jeder kennt es, kleine, einfache Aluminiumplatte, und man kann, wie man das auch so kennt, seinen Seed Phrases direkt hier drauf einkratzen. Ja, das ist nichts Besonderes, das ist nichts Großartiges, sehr simpel gemacht. Manche liefern auch eine Schablone mit, gibt es tatsächlich schon für 10, 12 Euro bei Amazon, bei eBay über. Also kaufen. Ich persönlich bevorzuge das überhaupt nicht, denn man muss schon sehr tief kratzen und man muss es vor allen Dingen auch sauber machen, damit man es auch später wieder sieht. Eine kleine Erweiterung davon ist einfach so eine Stahlplatte, meistens ist Stahl, nicht Aluminium, mit einem Körnerset, einem Schlachtzahlenset. Und ihr seht das hier schon, relativ simpel, kleine Zahlen und auch ganz einfach gemacht. Hier einfach die Schlachtzahl nehmen und dann drauf hämmern. Nein, das machen wir jetzt natürlich nicht bei meinem schönen Tisch. Ist eine Option, ist eine einfache, günstige Version. Gibt es mit so einem Schlagzeilen-Set und einem Hammer komplett im Bundle, glaube ich, bei eBay, irgendwas um die 25 Euro. Ehrlich gesagt, aber absolut nicht mein Favorit. Ich zeige euch jetzt aber mal ein Set, was ich persönlich sehr, sehr gut finde. Und zwar ist das von Keystone. Und zwar ist das von Keystone die Tablet und die Tablet Plus. Das ist die normale Tablet. Das ist die Tablet Plus. Ihr seht schon ein kleines bisschen Größenunterschied. Ich zeige euch aber gleich mal im Detail, was der Unterschied ist. Im Wesentlichen unterscheiden sich diese beiden Seed Phrase Aufbewahrungsmöglichkeiten gar nicht so groß. Was ich hier wirklich zum Anfang gerne mal highlighten möchte, sind diese speziellen Security Aufkleber. Ihr seht das hier, sind so eine gemarkten. Und das Schöne ist, wenn ich den probiere abzuknibbeln, hinterlässt das ein Zeichen drauf, was ziemlich cool ist. Und das möchte ich euch heute gerne mal ein kleines bisschen zeigen hier im Detail. Erstmal komplett aus gebürstetem Stahl, Edelstahl. Ich kann es euch gar nicht sagen, ist egal, es müsste glaube ich sogar Edelstahl sein. Und das Gute ist, ihr habt hier wirklich Platz für 24 Wörter. Und was ich so schön an dieser Version, diese aufschiebbare Version oder allgemein eine vernünftige Stahlversion finde, ist der Umstand, erstmal ist sie geschützt vor Einflüssen und ich kann sie doppelt verwenden. Sprich, was ich ganz gerne mache ist, ich gehe bei und sage 1 bis 12 für Wallet 1, 13 bis 24 für Wallet 2. Das heißt im Klartext, wenn jemand das Ding findet, selbst wenn noch ein Schloss dran ist, was hier dazugehört, beziehungsweise man dazu kaufen kann, dann kann er nichts mit dieser Seed Phrase Platte anfangen, denn mit den 24 Wörtern, die sich auf beiden Seiten befinden, jemals eine meiner Wallets herzustellen. Denn die gehören zu einem Wallet, die gehören zu anderen Wallet. Denkt mal drüber nach, finde ich eine sehr smarte Idee. So, was ist an dem Set von dem Keystone Tablet aber so gut? Erstmal muss ich fairerweise aber dazu sagen, zu jeder von dieser Art Wallet gibt es erstmal einen Schraubendreher. Okay, nichts Großartiges, nichts Besonderes, aber der Teufel liegt natürlich im Detail. Und ich habe mir jetzt in den letzten Tagen wirklich sehr, sehr viele von diesen Seed Phrase Platten angeschaut. Und schaut mal hier rein. Ich hoffe, man sieht das ein kleines bisschen. Und zwar, der große Vorteil ist, diese Buchstaben hier, die sind sehr tief eingraviert. Ja, die sind wirklich gefräst. Die sind nicht nur gestanzt. Ich zeige euch nachher noch ein Beispiel, wo sie gestanzt sind. Und sie sind auch einzeln. Sie sind wirklich gut. Und was ich euch jetzt bei der hier zeigen kann, das ist meine eigene. Die mache ich jetzt nicht auf, denn da sind meine Wörter drin. Aber ich hoffe, man hört es ein bisschen. Oder man hört es auch nicht. Da wackelt nichts, da klappert nichts. Die sind wirklich bombenfest drin. Kann ich einem jeden nur empfehlen. Das macht wirklich Sinn und macht auch Spaß. Also, vom Aufbereiten her ist es auch relativ simpel. Hier die paar Schrauben lösen. Dann kann ich es aufklappen. Und dann kann ich ganz einfach die mitgelieferten Buchstaben hier, die auch nur einseitig graviert sind, komplett reinlegen. Gibt es auch mehr als genug. Mit den ersten vier Buchstaben eines jeden Wortes vom BIP39 Standard seid ihr in der Lage, das komplette Wort dann bei eurer jeweiligen Recovery, eurer Wallet, wiederherzustellen, was relativ simpel ist. So, die hier 39
$10 im Shop. Gibt es auch noch einen 10% Rabattlink, packe ich euch unten auch noch rein. Und die Keystone Tablet Pro, das ist halt wirklich auch ein Trümmer im Vergleich zur normalen Tablet. Die kosten 10er mehr. Keine Ahnung. Erstmal ist das Loch hier für das Schloss deutlich größer. Muss man sich überlegen, ob man das mag. Und diese hier ist aber separiert. Sprich, ihr habt das schon gesehen, bei der normalen Keystone habe ich hier einen kleinen Steg zwischen. Hier habe ich wirklich jedes Wort einzeln drin. Ich habe hier auch schon Seed-Phrase-Wörter drin gehabt. Sieht auch ganz gut aus, muss ich sagen. Hier wackelt auch nichts, hier klappert nichts, aber hier schraubst du dir natürlich einen Wolf, ne? Also ganz ehrlich, ich wüsste nicht, warum ich hier $10 mehr für ausgeben sollte, um die zu haben. Für mich persönlich reicht genau die. Habe ich selber auch in Benutzung, finde ich richtig gut und macht mir auch persönlich viel Spaß. Muss ich jetzt ehrlich sagen, die hier ist auch tatsächlich mein Favorite von allen. Aber lasst mich euch mal noch die nächste zeigen. Und zwar ist das nämlich dann schon die SecuX X Seed Pro. Die hier kostet tatsächlich 89 Euro. So, warum, werdet ihr gleich sehen. Das Ding ist, müssen wir ganz ehrlich sagen, der ist schon ein bisschen aufwendiger gestaltet. Erstmal gibt es auch hierzu diese schönen Sticker. Die hinterlassen auch so ein Voided Imprint, was einfach zeigt, wenn das Ding schon mal aufgemacht wurde. Ich persönlich sichere die aber hier tatsächlich mit einem Zahlenschluss. Finde ich gut, gefällt mir, ist einfach. Und dann kriegt man die auch nicht auf. So, ich werde jetzt das gute Stück von der Seite nicht aufmachen, denn das ist bei mir in Benutzung. Ich habe für euch mal die eine Seite leer gemacht und zeige euch jetzt mal, was ich da drin habe. Sprich, das hier ist tatsächlich eine meiner, ein Teil von meiner Tangem-Wallet, von einer meiner Tangem-Wallets. Ihr seht das ja auch, habe ich oben eingestanzt. Hier ist es eigentlich relativ simpel gemacht. Das Werkzeug, was du zum Öffnen brauchst, können wir wegpacken, ich können wir auch wegpacken. Das Werkzeug, was du zum Öffnen brauchst, ist hier mit bei. Erstmal musst du hier oben die Schraube lösen. Relativ simpel. Du musst hier unten noch so einen kleinen Mechanismus zurückdrücken und dann kannst du das Ding hier aufmachen. Relativ simpel. Und das Interessante hierbei ist, es gibt hier solche kleinen Pakete. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich finde diese Ausführung von den gestanzten Nummern, ich hoffe, man kann das ein kleines bisschen erkennen, finde ich nicht gut. Ihr seht das, die sind eingestanzt, ja? Ist nicht ganz tief, aber es ist eingestanzt. Es wird auch ausreichen, wenn man Feuer ist, wenn man es nicht mehr ordentlich sehen kann. Das ist noch immer wieder erkennbar, aber es ist definitiv nicht mein Favorit. Einfach aus dem Grunde, es ist nicht so tief, wie es beispielsweise von Keystone der Fall ist. Ja? Und da sieht man den Unterschied auch ganz, ganz stark. Hier kann ich mit dem Fingernagel wirklich reingehen und merke auch die Vertiefung. Hier ist es deutlich flacher. Nicht unbedingt von Vorteil, meiner Meinung nach. Und hier ist es auch relativ simpel. Ich schiebe das einfach rein, kann das Wort dann komplettieren. Mach das Ding wieder zu und bin dann hier relativ einfach fertig. Wie gesagt, ich zeige euch jetzt nicht den Rest aus dem einfachen Grund, weil auf der anderen Seite sind meine anderen Seed Phrases für eine andere Wallet. Die sind auch von beiden Seiten eingestanzt. Wie gesagt, nicht unbedingt mein Favorite. Die hier war eine gesponserte, die habe ich von SecuX selbst bekommen für ein Review. Das war auch der einzige Grund, warum ich sie habe. Ist mir nett gewesen zum Testen. Ich finde sie gut, ich finde sie robust, sie macht einen schönen Eindruck. Aber im Vergleich zu der Keystone, muss ich ehrlich sagen, hinkt das Schätzchen hier ganz, ganz gewaltig. Und die letzte im Bunde, Alipal, Leute. Als ich das Ding bekommen habe, dachte ich mir, wie klein ist das Schätzchen denn? Lass uns mal ganz kurz mal die Keystone mal im Vergleich daneben legen. Naja, ihr seht, ne? Passt da irgendwie zweimal rein. Alles in allem eine wirklich kleine, handliche, schöne Möglichkeit, die Seed Phrases aufzubewahren. $59 im Shop und tatsächlich muss ich sagen, gefällt mir. Habe ich persönlich noch nicht in Benutzung. Habe ich mir auch gerade erst am Wochenende bestellt. Ist seit Samstag bei mir im Besitz. Deswegen ist sie auch nicht gefüllt. Aber auch hier mit gelieferter Schraubendreher. Und ihr seht, 4 Schrauben losmachen, einzeln reinlegen. Finde ich gut. Ist auch gegen Verrutschen gesichert. Passt auch. Ist auch nicht irgendwie, dass es rausfällt oder sich untereinander irgendwie vertauschen kann. Finde ich ganz vernünftig gemacht. Die ganzen Fächer hier sind auch einzeln gefräst. Also sagen wir es mal so. Für die Arbeit ist das ein angemessener Preis. Ist aber wirklich sehr, sehr klein. Was ich auch hier wieder gut finde, auch die einzelnen Wörter sind hier wirklich vernünftig, also die einzelnen Buchstaben sind vernünftig tief eingefräst. Ja, das muss man ehrlich sagen, vom Qualitätsstandard her ist das genauso wie Keystone und kann ich auch wirklich nur wärmstens empfehlen. Finde ich große Klasse. Gefiel mir auch ganz gut. So, meine lieben Freunde, jetzt habt ihr hier mal gesehen, 3 ganz verschiedene, beziehungsweise sogar 4 komplett verschiedene Steel Cases, wie man sie beispielsweise benutzen kann, kaufen kann
und auch für die Aufbewahrung der wichtigsten Informationen in seiner Wallet mal benutzen kann. Mein persönlicher Favorit, habe ich euch gesagt, ist ganz klar die Keystone Tablet für $39 inklusive Versand und nochmal 10% abzüglich des Rabatts, den ihr unten in der Videobeschreibung findet. Von daher schaut da unbedingt gerne mal rein. Und nochmal ein kleiner Hinweis für euch, wenn ihr dann dabei seid und euch auch die Seed Phrases komplett mal selbst erzeugen wollt, kauft euch hier so einen kleinen Elipal Joy. Das Ding macht wirklich Spaß. Das ist ein Offline Seed Phrase Generator. Und mit dem kannst du dir deine Seed Phrases selbst erzeugen. Egal ob 12, 15, 18, 21 oder 24. Das Ding erzeugt Offline Seed Phrases, hat einen eingebauten Akku. Ich habe den mal komplett auseinandergenommen. Da ist auch nichts drin, was irgendwie eine Verbindung zum Internet hat, was ich wirklich gut finde. Und einen Link dazu haue ich euch auch mal unten rein. Ich habe da leider keinen Rabattlink, aber macht Spaß. Ich glaube, der liegt auch irgendwie so um die 30, 40 Dollar. Wer sich ein paar Wallets selber neu erstellt, ist das ein Muss, muss ich ganz ehrlich sagen. So, und ich zeige euch jetzt nochmal die günstigste Version für Handwerker, wie ihr euch so ein Ding komplett auch selber bauen könnt. So, meine lieben Freunde, und wie versprochen, hier mal die Selbstbauvariante. Wenn ihr bei eBay selbst mal Seed Phrase Stanzen eingebt, findet ihr hier ein paar Beispiele. Auch die Kratzplatten, Vorlageplatten hier relativ einfach. Aber eine wirklich interessante Option finde ich hier zum Beispiel diese aus dem 3D-Drucker stammende Vorlage. Das ist eigentlich nichts anderes als eine Schablone, wo ihr Edelstahl-Unterlegscheiben, die ihr wirklich für Centbetriebe im Baumarkt bekommt, einlegt und mit einer Deckplatte dann immer wieder eine Position weiter auf dem Durchmesser laufen könnt und dann vor allen Dingen auch mit einer Schlagzahl euch ganz einfach den jeweiligen Buchstaben einschlagt. Und das ist ein relativ probates Mittel. Ich persönlich finde das nicht so toll. Ich baue mir diese lieber selber mit meinen Varianten, die ich euch vorhin gezeigt habe. Zwei andere Varianten, die ich euch gerne zeigen möchte, die ich nicht präferiere, die ich nicht gut finde, sind zum einen von OneKey die Key Tag. Video, ein Detail, was ich euch schon mal vorgestellt habe, einmal oben rechts in der Infobox. Schaut da gerne mal rein. Da habe ich euch die OneKey Classic, aber auch die Key Tag vorgestellt. Das sind relativ interessante Platten. Das sind Titaniumplatten. In dem Set gibt es zwei Platten, also sprich für 2x24 Seed Phrase plus auch eine Passphrase, die du mit einem eigens mitgelieferten Körner dir dort einschlagen kannst. Das ist eine relativ nette Sache. Vom Preis her geht das auch noch, aber mein großes Problem dabei ist, ich muss dann zum Dechiffrieren dieses Codes wieder einen eigenen Zettel haben. Ja, und das finde ich einfach umständlich, gefällt mir. Die Platten waren auch super klein, hat mich nicht angebockt, muss ich faireshalber wirklich sagen. Und von Treasure gibt es natürlich auch die Metal 24, nee 12 sogar nur, World Recovery Seed, was ist das, ein Zylinder. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den selber noch nicht in der Hand gehabt. Ich bin mit Treasure auch gerade am Schreiben, ob die Jungs mir mal eine Wallet schicken und ich das mal reviewen kann. Aber ich bin kein Freund von doppelt chiffrierten Seed Phrases. Das ist einfach nichts für mich. Ich brauche das nicht. Da muss ich schnell ran, da will ich schnell ran. Das Ding macht einen wertigen Eindruck. Ob das jetzt den Preis hier wert ist, da muss man jetzt mal dahinstellen. Ich persönlich finde es absolut überteuert. Wenn ihr mal guckt, hier $99 für so ein Ding, ein Dreier-Set hier ist gar nicht ausgepriesen, finde ich persönlich absolut überteuert, ist meine Meinung. Aber gerne mal eure Meinung zu den Stahlplatten, die ich euch hier gezeigt habe. Unbedingt mal unten in die Kommentare rein. Wie gesagt, ich habe euch ganz klar gesagt, mein Favorit ist die Keystone Plate, die normale für $39 mit kostenfreien Versand und unten nochmal, wie gesagt, ein 10% Rabattlink. Und das ist hier tatsächlich auch meine, die ich in Nutzung habe und ihr hört das hier, da ist nicht viel mit Wackeln, nicht viel Klappern. Ich mache es jetzt nicht auf, wie gesagt, da sind meine Seed Phrases drin. Aber das finde ich gut, das ist einfach gelöst, das ist eine gute Qualität, auch, muss ich ganz ehrlich sagen, relativ idiotensicher zu legen. Aber wie gesagt, gerne mal eure Informationen rein. Ich weiß, dass wir auch ein, zwei User in der Gruppe haben, die das ganze Ding digital speichern, mehrfach verschlüsselt. Wenn ihr Bock habt dazu, teilt auch dazu gerne mal eure Infos und eure Erfahrungen, wie man das machen kann. Vielleicht auch mal gerne eine Website unten reinposten. Wenn YouTube das verschluckt, gerne mir schicken. Ich poste es dann für euch. Denn ich finde es gut, dass wir uns mal untereinander ein bisschen austauschen und auch mal zeigen, was alles möglich ist, wie man es am besten macht. Denn meine lieben Freunde, eins ist klar. Seed Phrases gehören nicht auf dem Rechner, nicht digital abgespeichert in einem Bild, wo jeder einzeln ran kann oder auf dem Handy mit einem Foto. Das macht man einfach nicht, das ist dumm. Und genau so gehen nämlich eure Assets verloren bzw. werden gestohlen. In dem Sinne, schön, dass ihr wieder so lange an meinem Video dran geblieben seid. Danke für eure Zeit und ich wünsche euch noch was. Ich freue mich auf euer Feedback und auf euch im nächsten Video. Danke euch. Ciao, ciao.